Test, Test. Ja, cool. Passt das von der Lautstärke? Ja, cool. Okay, ja, schön, dass ihr hier seid. Freue mich sehr, euch heute etwas über die Möglichkeiten der Migration von AngularJS, also der Version 1, zu Angular 2. Ich weiß nicht, wer war gerade von Michaela im Einführungsvortrag Angular 2? Sehr gut, das habe ich gehofft. Also du hast alle abgedatet. Sehr schön. Kann ich da jetzt schon einsteigen? Dann machen auch manche Sachen mehr Sinn, die ich hier vielleicht erkläre, auf die ich nicht mal eingehe. Zuerst vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Robin Böhm. Ich beschäftige mich mit Angular seit ungefähr 4 Jahren, würde ich behaupten. Weiß ich nicht genau. Ist immer so, man schreibt sich das Datum ja nicht auf, wenn man mal wieder ein neues JavaScript-Framework entdeckt. Bei diesem Mal wieder bin ich jetzt hängen geblieben, weil ich da das sehr, sehr gut finde. Habe da über das Thema auch ein Buch geschrieben beim D-Punkt Verlag. Und genau, betreibe auch die Plattform angularjs.de, schreibt da Artikel. Wenn ihr da auch gerne mal Artikel, Erfahrungen veröffentlichen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das per Mail oder Twitter am besten machen. Oder ihr geht bei uns auf die Plattform, wie gerade schon erwähnt, mit angularjs.de. Haben wir uns als Ziel gesetzt, einfach mal, damals war es dazu, niemand nutzt angularjs. Wir müssen das mal Leuten irgendwie mal zeigen, das ist cool. Mittlerweile benutzt gefühlt jeder AngularJS und benutzen das halt, um wirklich qualitativ hohen Content auf die Seite zu bringen. Ein Entwicklerverzeichnis, wir haben einen Slack-Channel mit 500x Personen da drin, wo ihr euch gegenseitig helfen könnt. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Was ich so arbeitstechnisch mache, wenn ich nicht unbedingt hier euch mit Quatsch vollplapper, ist Workshops. Ich gebe Workshops zu AngularJS, Angular 2 und Enterprise JavaScript und mache halt Code-Reviews, Architektur-Reviews. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr uns auch kontaktieren, aber soll jetzt nicht weiter Thema sein. Unser Thema heute ist ja, wie bereiten wir uns vor und wie sieht so eine Migration aus von Angular 1 auf Angular 2? Wer plant denn gerade oder wer hat eine Angular 1-Anwendung, die jetzt Zeiten auf Angular 2 umziehen möchte, muss? Cool. Dann seid ihr sogar schon mal richtig. Finde ich gut. Ich weiß ja nicht, mit welcher Version ihr gerade startet oder wo ihr gerade seid. Ich würde euch aber sehr ans Herz legen, die Angular-Version 1.5 oder halt, wenn demnächst neue Releases kommt, höher zu nutzen. Hat mehrere Vorteile. Erstens natürlich wieder das Framework entwickelt sich weiter, aber auch viele Konzepte aus dem Angular 2 Source wandern zurück in den Angular 1.5 und X Source. Das heißt, die ganzen Entwicklungen und Erfahrungen, die jetzt in Angular 2 sammeln, also es fließt nicht nur von alt nach neu, sondern auch von neu nach alt. Das heißt, da werden auch wieder Sachen zurückmigriert. Wenn ihr dann AngularJS 1.5 nutzt, um euch ein bisschen weiter vorzubereiten auf eure Migration, habe ich mal so einen schönen Schreibtisch mal an Gedanken mal sortiert. Es gibt manche Konzepte, die waren in den älteren Angular-Versionen, sowas wie ng-controller, ng-include oder der alte Router, war so, ja, nutzt das, damit kann man coole Sachen bauen. Man hat dann mit der Zeit festgestellt, so richtig wartbar sind die Sachen nicht wirklich. Und alles über den Konstruktor zu lösen, ist vielleicht auch nicht so gut. Man braucht vielleicht mal Lifecycle-Hooks, um da auch mal in gewisse Stellen reinzubauen, ordentlich ranzukommen. Und was halt noch relativ eine Neuentwicklung ist, es hat sich ja seit Angular 1, 2, 3.4 immer weiterentwickelt, dass ihr solche Sachen wie Controller-as habt, dann Bind-to-Controller, dass die Scopes immer isolieren sein sollen. Und irgendwann haben sich so Best Practices rauskristallisiert, dass ihr wirklich eigentlich nur noch Components gebaut habt. Die hießen aber Direktiven, waren aber quasi immer isoliert, hatten immer diese 10 Properties da. Und damit ihr nicht immer diese 10 Zeilen Code schreiben müsst, wovon ganz viele Default-Werte waren, haben die sich auch überlegt, so eine Component in Angular 1 einzuführen. Da werde ich gleich noch weiter drauf eingehen. Gibt es noch weitere Punkte, die ich eigentlich auch später habe? Sowas wie, dass man jetzt keine Factories mehr nutzen sollte, sondern Services. Wo steht's? Da, Services. Ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren, zu dem Zeitpunkt war es immer noch so, ja, nutzt auf jeden Fall Factories. Factories ist das super, super sinnvolle Pattern. Ihr könnt es auch mit einem Service machen, aber wir haben ja eh noch keine Klassen. Jetzt ist aber der Zeitpunkt, wir haben Klassen, wir können Klassen benutzen, darum auch Services. Komme ich gleich weiter darauf. Der erste Punkt, wir haben ja eben Components in Angular 2 gesehen.
Wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, wie bereite ich meine Angular 1 Anwendung vor, um später einfacher in 2 zu gehen, ist da auch relativ interessant, sich damit die Components anzugucken. Wie gerade erwähnt, es gibt diese neue Component-Syntax, aber nur weil diese Syntax da ist, heißt das nicht, von heute auf morgen ist alles richtig in eurer Anwendung. Weil nur weil ihr diese Methode habt, ist es ja der erste Schritt, aber ihr müsst sie auch richtig benutzen. Das heißt, wenn ihr eure Anwendung baut, weiterbaut, umbaut, müsst ihr auch in Komponenten denken. Das bedeutet nicht irgendwie, ich baue jetzt in Components, ich baue mir eine Mega-Component, wo ich dann wieder alles mit ng-Controller und alles Mögliche reinbaue, sondern ihr solltet halt versuchen, eure Anwendung in kleinteilige Stücke zu unterteilen, die in sich isoliert sind. Das heißt, ich habe hier mal so ein Component-Tree aufgebaut, kann sein, also ist ja jetzt seit 1.5 auch der Fall, dass eure App auch immer selbst eine Component sein sollte. Das heißt, eure Haupt-App, die ihr hochfahrt, ist eine Component und in der liegt dann zum Beispiel die Navigation als eigene isolierte Komponente, die wirklich definierte Inputs hat, definierte Outputs, sprich in Angular 1 One-Way- oder Two-Way-Binding oder Function-Calls, die Events wieder hochtragen und dass ihr das halt in kleinteilige, wartbare Stücke aufsplittet. Das allgemein nur so auch von der Denke. Nur weil ihr jetzt eine Component eingebaut habt, ist es nicht getan. Ihr solltet auch versuchen, die Teile auch in einzelne Stücke aufzugliedern. Komme ich gleich nochmal später zu, warum das auch Sinn macht, gerade beim Migrationspfad. Wie sieht das aus in Angular 1, wenn ich jetzt diese Component-Syntax benutze? Manche von euch kennen es wahrscheinlich schon. Ich gehe mal mit meinem Laserpointer hier wieder rum. Wir haben mit diesem Component-Namen, der ist halt immer noch in Camel-Case, aber im Gegensatz zu Direktiven können wir uns jetzt viel sparen, zum Beispiel diese Wrapper-Funktion, die brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr. Wir geben jetzt hier ein Konfigurationsobjekt rein, das altbekannte Attribute hat. Ich habe mal als Beispiel einfach mal die Template-URL da angezeigt, aber auch ein wichtiger Punkt hier. Wenn ihr Bindings macht, seit 1.5 ist es auch möglich, One-Way-Binding zu haben. Das heißt, wenn ihr Direktiven macht, die ihr vorher mit dem Gleich geschrieben habt, da war ja ein automatisches Two-Way-Binding und die Updates passierten überall in eurer Anwendung. Es war ja immer so, dass dann gesagt wurde, ja, React macht das viel, viel besser, React hat One-Way-Binding und dies und das. Ich bin jetzt kein Framework-Evangelist, weil die arbeiten ja auch alle Hand in Hand und wollen das Web einfach besser machen. Und genau so sind diese Änderungen und diese Anforderungen der Community auch hier reingewandert und seit 1.5 empfehle ich euch einfach auch sehr, dieses One-Way-Binding zu machen. Damit seid ihr auch schon sehr nah an der Angular 2-Denke. Weiterhin gibt es diesen Controller. Der Controller wird intern immer mit Controller-as $Controller aufgerufen. Darum könnt ihr dann auch in dem Template mit $Controller dieses Punktproblem umgehen. Und solltet hier auch versuchen, dass dieser Controller dann auch mit dem Sys arbeitet und den nicht das $Scope da injectet. Das sollte man auch vermeiden an der Stelle, weil ihr solltet halt versuchen, diese Funktion ist halt die Vorstufe von Klassen mit Konstruktoren, die halt später kommt und die auch im Prinzip mit dem ordentlichen Sys-Kontext, der da übergeben wird, umzubauen. Genau. Wenn ihr dann eure Anwendung schön in Components gebaut habt, dann kam auch ein großes Update, und zwar bei dem Component-Router. Und der Component-Router wird gerade zum dritten Mal neu geschrieben. Der ist noch ein bisschen in der Umbauphase. Die Kernkonzepte stehen, aber sie haben halt einfach gemerkt, es ist schwierig. Und sie haben jetzt einfach gesagt, so, wenn wir es jetzt alles eben umschmeißen, machen wir es einmal richtig und sind jetzt gerade in der dritten Implementierung. Das heißt, Code, den ich euch jetzt hier zeige, wird wahrscheinlich nicht in der Art so weiter funktionieren, aber von den Konzepten her könnt ihr euch daran orientieren. Wie es aktuell aussieht, wenn ich diesen Component Router benutze, gebe ich an meinen Komponenten so eine Route-Konfiguration an und jede Komponente selber definiert dann, welche Routen habe ich und meine Unterkomponenten. Das hat den charmanten Vorteil, wenn ich eine Anwendung habe, die eine User-Verwaltung implementiert. Diese User-Verwaltung ist eine eigene Komponente und ich brauche diese Verwaltung auch noch in 3 anderen Apps, muss ich die Routen nur einmal in dieser Komponente definieren und kann die Komponente mitnehmen und hänge das Routing einfach nur mit sogenannten Child Routes an der Stelle ein. Habe halt deutlich weniger Schreibaufwand. Auch noch ein neuer Punkt, auf den ihr vielleicht gestoßen seid, wenn ihr den ng-Router benutzt habt. Es war immer relativ nervig, wenn sich dann irgendwas geändert hat. Wenn ich dann von /books auf /bücher irgendwas geändert habe, musste ich in all meinen Templates rumgehen und alles ändern. War irgendwie nicht cool. Das ging mit dem UI-Router ging das dann ein bisschen besser. Da konnte man dann mit diesen States arbeiten. In dem neuen Component-Router arbeiten die jetzt mit diesem Name. Und ich habe dann die Möglichkeit, mit den neuen Direktiven, es gibt sowas ng-link und ng-outlet. Ng-link ist die Direktive, die mir dann halt sagt, okay, auf diese
Route mit dem Namen, ganz wichtig, das ist der Name dieser Route, Bookshow mit den Parametern für die Route, erstelle mir bitte einen Link. Dann wird in der Component-Konfiguration nachgeschaut, welche Informationen hat der Component zu dieser Route. Und dann wird hier aus diesen Informationen, mithilfe von diesen Informationen, dann quasi der Link gebaut. Das heißt, ihr müsst dann nur noch an dieser Stelle was ändern, wenn ihr wollt, und müsst quasi nicht in euren Templates alles nachziehen. Das erspart euch auf jeden Fall ziemlich viel. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Vorteil. Da wird gerade noch viel gebaut. Wir sind ja gerade mit dem Angular Core im Release-Kandidat. Und der Router, wie gesagt, es gibt eine Deprecated-Version, eine zweite, die nicht weiterentwickelt wird, und die dritte startet gerade aktiv. Würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, das zu verfolgen. Also die sind da wirklich mit Hochdruck dran. Das wird zeitnah auf jeden Fall relevant werden. Und das ist auch positiv, weil das ist der Router, der in 1 und 2 benutzt wird. Das heißt, der bringt euch auch schon mal in der Denke weiter, dass ihr da dieselben Sachen baut. Wenn ihr dann in der Komponente seid und auf Komponenten, auf Parameter hören wollt, könnt ihr das über diese Lifecycle-Hooks machen. Es gibt neben den Router-Lifecycle-Hooks, gibt es auch Hooks für das Initialisieren von Direktiven, das Abbauen von Direktiven, weil es war ja zwischenzeitlich so, wenn ich sage, okay, benutzt $scope nicht mehr, aber wie kann ich jetzt das Destroy-Event irgendwie abfangen? Wie komme ich da dran, wenn ich $scope nicht habe? So, dann muss ich doch wieder $scope einbringen und wusste schon so, ach, diese Stelle wird knallen irgendwie. Schade eigentlich. Das haben sie jetzt mit diesen Lifecycle-Hooks behoben, dass ich auch verschiedene Möglichkeiten habe, da reinzugehen ohne $scope, weil dieser Lifecycle halt genau definiert ist. Genau, das zum Routing. Wenn ich dann meine Komponenten habe und habe mein Routing, ich habe ja dann noch die eine Stelle, die sich Services nennt, beziehungsweise Factories. Und wie ich eben schon gesagt habe, früher habe ich immer gesagt, nutz Factories. Factories sind einfach, sind verständlich, da fällt ein Service raus. Jetzt habe ich mal dieses imposante, böse Bild von einer Factory genommen und baut keine Factories mehr. Also versucht einfach, Services zu nutzen. Wenn wir eine Factory bauen, dann haben wir ja diesen typischen, ist von der Formatierung ein bisschen herverrutscht, aber wir haben ja dieses typische Factory-Modell, eine Funktion, wo ein Objekt des Services rausfällt. Das könnt ihr genauso schreiben, wenn ihr das als Service schreibt, dann habt ihr diesen Sys-Kontext und seid viel mehr an der Klassendefinition dabei. Mit der Klassendefinition zum Beispiel sähe das dann so aus. Ich habe die Formatierung ist mir ein bisschen verrutscht, aber ich denke mal, ihr könnt erkennen, was ich sagen wollte. Ihr könnt dann einfach als Bookservice eine wirkliche Klasse übergeben. Und das ist halt auch die Architektur und die Art und Weise, wie ihr das in Angular 2 nachher macht. Da könnt ihr, in manchen Browsern geht das schon, ihr könnt aber auch Transpiler benutzen. Also da komme ich gleich nochmal später drauf zu, wie man im Prinzip dann auch mit Transpilern sich schon die Ebenen besser regeln kann. Okay, ein weiterer wichtiger Punkt, weil es ja so viele Artikel und Repositories gibt mit Best Practice hier, schreibt diesen Style, mach Feature-Module, mach technische Module, bla bla bla, empfehle ich euch sehr, euch mal den offiziellen Style-Guide von dem Angular Core-Team anzuschauen. Der ist jetzt unter Angular.io, ist der veröffentlicht und der gilt für Angular 2. Den könnt ihr aber auch schon so für Angular 1 anwenden. Nicht 100%, aber Ordnerstruktur, Dateibenennung, wann teile ich was auf, dass ihr da einfach guckt, was ihr da am besten macht. Generell stehen auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass ihr versuchen solltet, einen Transpiler zu benutzen, TypeScript zu benutzen. Ich habe das jetzt auch schon seit letztem Sommer, habe ich mich mit TypeScript angefreundet. Ich war, vielleicht sind auch manche bei euch, die ein bisschen skeptisch sind. Ich dachte mir am Anfang so, wieso wagt es Microsoft da, eine Metasprache oben drauf zu setzen, über den Standard nochmal und warum wollen die das tun? Mittlerweile habe ich damit gearbeitet und sehe so dermaßen Vorteile da drin, weil die Wartbarkeit einfach so und die IDE-Unterstützung echt euch viel Mehrwerte bringt. Also ihr müsst es nicht nutzen, aber ihr solltet euch es vielleicht mal echt mal ohne Vorurteile anschauen und dann einfach mal für euch bewerten, wie das so funktioniert. Weitere Punkte, die im Style Guide stehen, sind sowas wie Module Loader. In Angular 1 haben wir das ja so, diese riesige Index mit allen Skriptdateien und alles Chaos. Da gab es Generatoren für, das könnte man besser lösen, aber nicht gut. Da gibt es jetzt sowas wie System.js. Ist, glaube ich, auch der Default bei Angular 2. Und wenn ihr sowas wie System.js oder andere Modulator benutzt, könnt ihr auch mit TypeScript zum Beispiel auch diese schönen Import-Statements nutzen, ein ordentliches Export-System, halt ein richtiges Modulsystem benutzen. Was für mich eigentlich, ich glaube, so am meisten wieder Freude geweckt hat, weil man kann die Sachen wirklich ordentlich schreiben und hat nicht mehr diese, oh, ich muss global was registrieren, ich muss das in das Angular 1 globale Modulsystem reinpacken.
Genau. Was habe ich noch? Genau. File-Namings sind da auch drin beschrieben, dass man halt im Prinzip so Direktiven mit diesem Kebab-Case, heißt immer mit book-list-irgendwas.directive schreibt, dass man da direkt am Dateinamen erkennt, was es halt ist. Okay. Das so zur Vorbereitung. Also die ganzen Schritte könnt ihr machen, wenn ihr sagt, okay, wir werden jetzt in den nächsten Monaten nach Angular 2 migrieren. Ist jetzt heute noch kein Thema, aber ich weiß, dass in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr werden wir an dem Punkt sein, da müssen wir migrieren. Wenn ihr dann zu dem Punkt kommt, dass ihr migrieren wollt oder müsst oder was auch immer, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ihr natürlich habt, ist, ihr könnt sagen, ja klar, Angular 2 ist da, wir haben jetzt 3,5 Mannjahre in das Projekt investiert, scheiß drauf, machen wir halt neu. So, diese recht aggressive Strategie nennt sich dann die Big Bang Strategie. Das heißt, ich werfe einfach alles weg und so vielleicht im Fall auch auf mein T-Shirt verwiesen. Also ich bin ein sehr großer Freund von Testen. Wenn ihr vielleicht gesagt habt, okay, wir haben unseren Angular 1 Code eh nicht getestet, dann schmeißen wir ihn weg und machen den 2 mal neu getestet. So, wäre vielleicht mal ein Ansatz. So, nur mal so als kleinen Tipp. Nee, aber da geht es halt darum, ihr könnt natürlich alles neu schreiben. Also alles, was ihr mit Angular 1 gebaut habt, könnt ihr auch mit 2 neu bauen. Ob das jetzt so der optimalste Weg ist, kommt immer darauf an. Wenn ihr ein Projekt habt, wo die Migration, also vielleicht ist das so ein Landingpage-Ding, wo so ein paar Sachen drauf laufen irgendwie. Vielleicht macht es da Sinn, so mit einem Aufwand von einer Woche das mal umzubauen, neu zu bauen, anstatt da jetzt, weiß ich nicht, 2 Wochen zu investieren, um da Migrationsfahrt sich zu überlegen. Gut, wenn ihr aber nicht alles wegschmeißen wollt und schon ein paar Komponenten habt, also ich kenne das auch von mir, ich habe einige Komponenten, die sind einfach so, da ist so mega viel Energie reingeflossen, die sind gut getestet, ich will die nicht wegwerfen, ich will die nicht wie neu schreiben und nicht händisch nach Angular 2 migrieren. Ich will die erstmal nutzen im Angular 2-Kontext. Vielleicht habe ich irgend so eine schöne Data-Table oder irgendwas, die will ich auf jeden Fall mitnehmen und will die nicht neu schreiben. Das heißt, da sind Angular 1 und 2 auch gute Buddies, also darum dieses schöne, niedliche Bild. Ihr könnt nämlich einfach eine ganz sanfte Migration machen und könnt Schritt für Schritt, Modul für Modul bzw. Komponente für Komponente, die Sachen auch von Angular 1 in die Angular 2-Welt heben. Das heißt, die könnt ihr ihr könnt Brücken schlagen in beide Richtungen und dann eine ganz sanfte Migration machen. Dazu gibt es so ein Vorgehensmodell. Ihr guckt halt einfach, ihr fangt ganz am Anfang an und sagt jetzt so, alles klar, ich habe eine Angular.js-App und dazu braucht ihr als allererstes mal dieses ng-upgrade-Modul. Dieses ng-upgrade-Modul ist ein Modul, was unter dem Scope add Angular unter npm mit veröffentlicht ist. Das könnt ihr euch per npm installieren. Ich habe da noch gleich ein paar Codebeispiele und könnt mit diesem ng-upgrade dann sagen, okay, erstmal habe ich Angular.js, packt der ng-upgrade rein, so, und jetzt geht's weiter. Alles klar. Was update ich denn jetzt? Dann guckt man ja, okay, ich habe diese schöne Data-Grid-Komponente, die möchte ich jetzt gerne schon mal auf Angular 2 heben. Alles klar. Dann sagt ihr, okay, da ist eine Angular 2-Komponente, dann guckt ihr euch die an, alles klar, schreibt die neu in Angular 2 mit Tests und könnt ihr dann, wenn die dann fertig in Angular 2 ist, durch dieses ng-upgrade wieder zurück in die Angular-Welt lauffähig machen. Also ihr upgradet quasi eine einzige Komponente von 1 auf 2 und macht sie wieder lauffähig im alten Source-Code. Und diese Iteration macht ihr so lange, dann macht ihr erst ein Data-Grid, nimmt ihr mit in die neue Welt, dann nimmt ihr euer Menü mit, alles nach und nach, dann ist vielleicht irgendwie Notfall, unser Kunde kann nicht mehr auf Login klicken, keine Ahnung. Dann macht ihr 2 Wochen irgendwas anderes, die Anwendung läuft weiter, sie ist zur Hälfte migriert und dann guckt er wieder, okay, ich habe noch weitere Sachen übrig und kann mir Stück für Stück die Komponenten schnappen und weiter migrieren. So, wenn ihr das gemacht habt, seid ihr dann irgendwann, sag ich mal, in so einer Situation, wo ihr halt die Komponenten nebeneinander laufen habt. Das heißt, ihr könnt diese Angular 1, also die Haupt-App, die ihr mal startet, ist eine Angular 1-App und da drin bringt ihr dann erstmal die ganzen Angular 2-Komponenten ein. Ihr könnt aber in beide Richtungen up- und downgraden. Da komme ich auch gleich nochmal genauer drauf zu. Wichtiger Punkt ist dabei aber zum Verständnis, dass wenn ihr habt eine Angular 2-Komponente und die läuft dann wieder im Angular 1-Kontext, dann kontrolliert diese DOM-Node wirklich Angular 2. Also da hat dann Angular 1 auch keinen Zugriff drauf. Da sind ganz klare Schnittstellen definiert, die vielleicht sich schon mit Angular 2 beschäftigt haben. Diese ganzen Listener werden zum Beispiel einfach durch Event-Emitter verkabelt. Also da wird wirklich einfach eine Verkabelung vorgenommen. Diese Komponente wird wirklich als isolierte Komponente gesehen. Ich kann die ganzen Sachen da im Prinzip verkabeln, aber diese Komponente, die hier da drin läuft,
Also hier hat wirklich Angular 1 die Kontrolle und hier Angular 2. Und die haben wirklich klar definierte Schnittstellen, die da laufen. So, das heißt, wenn ich jetzt die verkabelt habe und die sind da alle irgendwie schon mal verkabelt, dann ist das Problem, die Change Detection von Angular 1, ich weiß nicht, wie tief ihr da irgendwie drin seid, läuft ja auf Basis von Dirty Checking. Und dieses Dirty Checking läuft ja so, dass wir diesen Algorithmus haben. Bei einem Change läuft dieser Digest-Zyklus, der Root-Scope-Apply durch. Und dann werden die ganzen Changes getriggert. Und ich habe manchmal diese Sachen, okay, es sind mehr als 10 Zyklen durchgelaufen, ich habe irgendwas verbaut, okay. Und in Angular 2, wie du ja schon vorher sagtest, wird das durch dieses ominöse ng-zone gemacht. So, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen, was das genau ist. Später hat der Pascal noch einen Talk darüber, der euch genau erklärt, wie das funktioniert. Eine ganz kleine abstrakte View davon. Der Vorteil ist, durch das ng-zone, das ng-zone patcht nämlich alle asynchronen Browser-Events in unserem Browser. Das heißt, das ng-zone setzt sich quasi als unterste Ebene zwischen die Browser-Event-Händler und unserer Anwendung. Das heißt, ng-zone kriegt eh alles mit. So. Und dadurch, dass es an der Stelle alles mitkriegt, übernimmt ng-zone für uns auch die Aufgabe, sowohl Angular 1 und Angular 2 zu sagen, so, ja, da waren gerade Updates hier, Updates da, mach mal bitte einen neuen Zyklus. Das heißt, wenn euch jetzt fragt, okay, und was muss ich dann machen in meinem Code, damit das da angeschlossen wird? Gar nichts. Ihr müsst gar nichts tun. ng-zone ist das komplett für euch übernommen. Ihr könnt einfach wirklich eure Komponente nehmen, in diese Welt reinpacken und ihr seid fertig. Also ihr habt damit echt überhaupt keinen Aufwand. Ich zeige euch gleich Code, dann seht ihr, wie aufwendig das ist. Okay, das heißt, das Framework nimmt die ganzen Aufgaben schon komplett für uns ab. Ist also ein echter wahnsinniger Luxus. Die Verkabelung müsst ihr natürlich trotzdem machen, weil wenn ihr jetzt eine Angular 1 Komponente habt und wollt die in 2 nutzen oder eine 2 in 1, dann ist ja einmal heißt es irgendwie vielleicht ng-click und einmal heißt es dann in der neuen Welt event-click irgendwie und hin und her. Die Syntax ist halt ein bisschen anders. Dabei ist es auch ganz anders. Eure Angular 1 Komponenten lasst ihr ja erstmal so, wie sie sind. Und alle neuen Komponenten, die ihr auf 2 migriert, da habt ihr die Möglichkeit, da könnt ihr alles abbilden, was ihr wollt. Also wir haben ja hier diese schöne Syntax in Angular 1 mit dem Add, wo ich einfach ein Attribute per String reinlese. Das kann ich ja einfach super abbilden in Angular 2, wenn ich das Attribut einfach normal hinschreibe. Dann wird es ja auch per String reingelesen. Wenn ich dann später die eckigen Klammern nehme, zum Beispiel hier, da wird ja auf eine Property geschrieben, das wird dann so abgebildet oder verkabelt mit dem One-Way-Binding. Wenn ich halt Two-Way-Binding brauche, dann kann ich dieses schöne Banana-in-a-Box-Modell nehmen und halt ein Two-Way-Binding an der Stelle herstellen. Kurze Anekdote hierzu noch, als weitere Eselsbrücke vielleicht. Letztens in der Schulung hat mir ein Teilnehmer gesagt, ist doch ganz einfach, das Runde muss in das Eckige. Da war gerade irgendwie EM-Start oder irgend sowas. Also kann man sich auch vielleicht darüber merken, wenn man nicht weiß, eckig außen oder rund innen. Also könnte vielleicht einfach mal so eine euch als Eselbrücke bauen. Genau, und das letzte habe ich vergessen, die normalen Calls, die Event Expressions, die könnt ihr einfach mit dem, also das, was ihr mit dem und, diese Events, die ihr hochschmeißen könnt, könnt ihr da auch mit dieser Syntax mit den runden Klammern benutzen. Natürlich, für die vielleicht Angular 2 schon ein bisschen kennen, klappen da auch alle bind minus, on minus und bind on minus. Also die ganzen ohne ich sehe komisch aus, HTML-Symbole. Also, es ist valides HTML, aber ich kann es verstehen, dass manche mit dem nicht so ganz per Du sind. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit beiden Varianten. Okay, kurz mal Resümee. Wir haben also jetzt die Component verbunden. Wir haben die in einer Applikation zusammengebracht. Die können parallel laufen, können miteinander kommunizieren. Das heißt, so alles, was in unserer View-Ebene, unserer View-Model-Ebene passiert, haben wir erstmal abgedeckt. Das funktioniert. Die letzte Ebene, die wir noch machen wollen, ist jetzt die Frage, so, wie gucken jetzt diese Welten, die parallel existieren, Angular 1, Angular 2, auf Service-Ebene, wie finden die sich dann? Vor allem, das Problem ist ja, Angular 1 hat diesen einen globalen Injector. Angular 2 hat ein recht komplexes Injector-System. Ihr habt ja im Prinzip die Vererbung von Injektoren und ihr könnt mehrere Provider anbieten und so weiter und so fort. Das heißt, das passt erstmal nicht so zusammen. Passt es aber eigentlich doch, weil kleinster gemeinsame Nenner, Angular 2 hat ja auch einen Root-Injector. So. Und die Lösung ist jetzt einfach, ihr könnt einfach von dem einen Root-Injector von Angular 1
könnte Sachen auch in dem Root Injector von Angular 2 verfügbar machen und andersrum. So für die Übergangsphase. Es geht da wirklich nur in der Zeit, wie ihr halt beides parallel offen habt, wie die Migration noch nicht komplett durchlaufen ist, könnt ihr diese Angular 1 Services upgraden oder Angular 2 Services downgraden. Also ihr könnt die gegenseitig verfügbar machen. Das heißt, da haben wir eigentlich auch kein Problem. Es funktioniert allerdings nicht, wenn ihr irgendwelche Sachen aus den Child Components rüberziehen wollt. Also da geht es wirklich, aber kommt auf eure Architektur drauf an. Ihr wollt ja eigentlich Services rüberziehen, die noch nicht migriert sind. So, und die sind in Angular 1 ja eh global registriert. Also könntet ihr da auch einfach rüberziehen. Okay, das von den Konzepten so, wie das da so funktioniert. Seid ihr bereit für etwas Quellcode? So, ich denke mal, das, was euch auch am meisten interessiert, das habe ich so viel über die Konzepte geredet. Mir ist das immer relativ wichtig, dass die Konzepte einfach passen, weil Quellcode kann sich ändern, aber die Konzepte ändern sich eher langsam. Aber schauen wir uns auch mal diesen Quellcode an. Der ist echt nicht so viel. Erster Punkt. Wenn ihr das irgendwie macht, müsst ihr erstmal das ng-upgrade-Modul installieren. Wie gerade schon gesagt, das ist ein einfacher npm-install aus diesem npm-scope-add-angular. Den haben die jetzt im RC umgezogen. Das ist jetzt alles von dem scope-add-angular/module-xyz, was ihr halt wollt. Da liegt auch das Upgrade-Modul. Das könnt ihr euch runterladen. Vorbedingung ist allerdings, ihr habt schon Angular 2 in eure Anwendung integriert. Das heißt nicht, dass ihr eure Angular 1-Anwendung auf TypeScript umgestellt haben müsst, weil ECMAScript 5 ist ja auch valides TypeScript. Das heißt, ihr könnt eigentlich alles so lassen. Ihr solltet allerdings vielleicht, um es angenehmer zu machen, würde ich euch vielleicht empfehlen, diesen TypeScript-Compiler, weil auch die meisten Beispiele und Dokumentationen basieren halt gerade auch auf den Angular 2 TypeScript Sachen. Das heißt, die ganzen Doku-Dokumente für Dart, ECMAScript 2015 und ECMAScript 5.1 existieren halt noch nicht in der Qualität, wie man sie vielleicht benötigt. Darum könnt ihr einfach TypeScript mit einbinden und mit eurem alten Code macht TypeScript nichts anderes als einfach nur Copy-Paste, weil es ist ja schon kompiliert, muss ja nichts machen. Könnt dann aber auch die ganzen Module-Loader-Import-Systeme und so benutzen. Wenn ihr das dann importiert habt, müsst ihr euch um das Bootstrapping kümmern. Und das Bootstrapping ist an sich kein Problem, muss nur ein bisschen anders aufgehangen werden. Weil jetzt ja beide Frameworks parallel hochgefahren werden, nutzen wir die gemeinsame Schnittstelle, diesen Update-Adapter. Und da könnt ihr euch einfach hier aus diesem Modul Angular Upgrade per Destructing diesen Upgrade-Adapter rausholen. Erstellt davon eine neue Instanz. Und könnt dann einfach aus dem, was ihr vorher gemacht habt, also vorher habt ihr ng-app geschrieben oder manuelles Bootstrap ausgeführt, müsst ihr dann einfach über diesen Upgrade-Adapter das Bootstrap durchführen. Und die Angular 1-App übernimmt dann die Kontrolle und ihr könnt dann da quasi dann die Angular 2-App mit einhängen, weil der Bootstrap-Mechanismus von Angular 2 asynchron ist, kann man das hier sehr schön mit einhängen an der Stelle. Genau. Wichtig an diesem Punkt, wenn ihr das tut, ihr habt ja gesehen, dieses Upgrade-Adapter, es ist eine Instanz. So, und diese Instanz, da wird auch ein State drin gehalten, den solltet ihr nur einmal pro Anwendung instanzieren. Das heißt, macht so ein kleines für euch internes Update-Paket, wo ihr dann einfach diesen Update-Adapter als Konstante festlegt. Const nochmals nur Nebeninformationen, hier heißt an dieser Stelle ja nicht, es ist immutable, sondern die Objektreferenz, die ich hier drauf speichere, ändert sich nicht mehr. Das heißt, das bleibt immer dasselbe Objekt in der ganzen Laufzeit von meiner JavaScript-Anwendung. So, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr anfangen, die ersten Components abzugraden mit den Konzepten, die ich gerade erklärt habe. Und da gibt es ja diese verschiedenen Wege, wie ich das machen kann. Weil ihr könnt ja einmal die Angular 1 in die Zweierwelt bringen und zurück. Ihr braucht ja beides. Und da beschäftigen wir uns vielleicht jetzt als allererstes mal damit, wie bringe ich denn jetzt so eine Angular 2? Also ich habe jetzt meine Angular 1-App und habe mir jetzt die Navigation rausgezogen, habt ihr jetzt neu geschrieben in Angular 2 und will jetzt wieder lauffähig machen. Dann könnt ihr über dieses Upgrade-Modul, könnt ihr dann dieses Downgrade vornehmen. Das heißt, ihr habt eine Hero-Detail-Komponente, ich habe die einfach mal aus den Dokumentationen genommen, so eine Standard-Komponente, und könnt dann einfach sagen, okay, hier ist eine Komponente, die ist in Angular 2 geschrieben, und dann nutzt ihr einfach diesen Component-Wrapper, der seit 1.5 da ist, und schreibt ihr einfach rein, Upgrade-Adapter, Downgrade ng2-Component, Hero-Detail-Component, und wir haben ja vorher gesehen, hier wird ja so ein Objekt erwartet mit wo ist der Controller, Template und so weiter und so fort. Und diese Funktion sorgt einfach dafür, dass genau dieses Objekt generiert wird mit den richtigen Verknüpfungen, was wir an der Stelle brauchen.
und haben dann unser Hero Detail Component wieder zurück in unserer Anwendung, läuft aber schon in Angular 2. Das heißt, wir haben auch hier die ganzen Vorteile durch Sounds, Change Detection, mit den View Encapsulation, was ich da haben möchte, kann ich da alles schon nutzen, wenn ich möchte. Andere Sache, irgendwann komme ich an den Punkt, okay, ich habe jetzt als allererstes vielleicht mein Data Grid nach 2 irgendwie kompiliert. Das Data Grid benötigt aber noch eine andere Angular 1 Komponente, die ich noch nicht upgradet habe. Und die hängen irgendwie alle zusammen. Wie muss ich jetzt erst alles auf 2 abheben, das irgendwie zusammenhängt? Nein, ihr könnt auch, wenn ihr eine Angular 1 Komponente habt, die ihr schon in einer Angular 2 Komponente benötigt, die ihr gerade schreibt, könnt ihr die einfach upgraden. Und dann habt ihr so eine Standard-Component, irgendwie hier so eine Hero Detail zum Beispiel, und könnt da einfach sagen, alles klar, ich upgrade einfach die ng1-Component, und in Angular 1 war das ja noch so, die Direktiven sind ja global verfügbar, also wenn ihr einmal diesen Namen geschrieben habt, darum ist hier nur ein String, so, und dann bekommt ihr quasi diese Angular 2-Component aus der Angular 1-Component generiert an die Hand und könnt ihr hier einfach in das Directive Array reingeben, was ihr bei den Components benutzt. Das klappt natürlich auch genauso bei den AddDirective Methoden und könnt die Sachen da im Prinzip einfach hin und her schieben. Das heißt, da habt ihr eigentlich keine Steine, die euch irgendwie im Weg liegen, um jetzt halt irgendwie von A nach B irgendwie rüberzukommen. Okay, das heißt, View-Schicht sehen wir, kriegen wir locker hin. Dann schauen wir uns mal an, wie das mit den Injectables funktioniert. Konzept habe ich euch ja auch erklärt, gegenseitiges Anmelden im Root-Injector. Fangen wir an auf der Seite, ich habe meinen Service gerade den Book-Data-Service umgeschrieben, vorher war er Angular 1, jetzt ist eine schöne Klasse mit einem Add-Injectable oder wie auch immer, also eigentlich nur eine schöne Klasse, weil Services sind ja absichtlich sehr simpel gehalten in Angular 2. Das heißt, hier kann ich auch einfach diesen Service umschreiben in Angular 2, mach mir eine schöne Klasse daraus und kann dann mit dieser Zeile melde ich die Klasse in dem Angular 2 Root-Injector an und kann dann hier einfach sagen, okay, dann möchte ich jetzt aber auch bitte, dass dieser Service, der jetzt in der einen Welt schon funktioniert, auch rübergezogen wird und kann auch bei dieser da müsst ihr Factory nutzen, ist einfach von der API so, ist aber eigentlich egal in der Migrationsphase, holt euch einfach, sagt ihr dann, okay, jetzt möchte ich diesen Service hier auch bitte in meiner Angular 1-Welt anmelden. Und so habt ihr die Verknüpfung geschaffen zwischen dem Angular 2 Root-Injector und eurer Angular 1-Welt und könnt jetzt unter dem Namen Heroes könnt ihr dann einfach die Instanz aus der Angular 2-Welt requiren und bekommt dann das JavaScript-Objekt. Weil am Ende des Tages sind ja alles nur JavaScript-Objekte und die müssen wir ja nur irgendwie bekommen. So sind sie in beiden Welten angemeldet. Andersrum funktioniert der Weg sehr, sehr ähnlich. Haben wir jetzt also einen Angular 1-Service, den wir jetzt irgendwie schon in 2 benutzen möchten, kann ich hier die Methode sagen, upgrade ng1-Provider. Auch wieder, gab ja nur einen globalen, das heißt String-basiert hier. Es gibt schon einen Service, der heißt eben Hero-Service, der ist schon instanziert. Die Objektreferenz hält der Injector schon. Und dann kann ich einfach sagen, ich melde das jetzt in der Angular 2-Welt an. Und dann kann ich hier auf dem String-basierten Injections einfach sagen, okay, injecte mir bitte auf diese Property Heroes das, was ich global unter Heroes jetzt mir geholt habe. Das heißt, so könnt ihr auch schon, wenn ihr die ersten Sachen rüberzieht, die ganzen Services, die noch in der Einserwelt liegen, auch mitziehen. Das heißt, alles nicht so wirklich schwierig. Mein Resümee ist so ein bisschen Baby Steps for the Win. Also ihr habt ganz leichte, einfache Schritte, die auch wirklich mit einer, finde ich, sehr angenehmen API laufen. Ich habe auch ein Beispiel-Repo, das habe ich gleich noch auf der Abschluss-Slide, das könnt ihr euch mal runterladen, forken, um ein bisschen rumzutesten. Als ich das erste Mal getestet habe, war das so, das geht ja einfach. Was ist da los? Wo sind die Probleme? Wo sind die Exceptions? Es gibt Einschränkungen. Ihr könnt nämlich zum Beispiel nur Components upgraden. Ihr könnt keine Directives upgraden. Also Directives rüberziehen geht nicht, die müsstet ihr neu schreiben. Wenn ihr, was gibt es noch, da gibt es noch ein paar Sachen, dass die Selektoren automatisch umgemappt werden von dem Angular 1 Camel Case Teil auf das Selector-Attribut von der Component. Also wenn ihr das wirklich anstrebt, ich würde euch einfach mal vorschlagen, guckt euch mal den Source Code an von dem ng-Upgrade. Das sind nämlich irgendwie 1000-2000 Zeilen, also der wichtige Teil. Dann seht ihr, was da passiert, wie einfach das ist.
und dann habt ihr im Prinzip auch schon genau, wisst ihr, was passiert. Aber außer, dass man Direktive nicht mitnehmen kann, ist ja der Punkt, weil wir Komponenten mitnehmen und Komponenten haben ihr abgeschlossenen DOM-Bereich, dann können die ja machen, was sie wollen. Also ich habe auch schon öfter bei Kunden React in Angular eingebaut, weil manchmal möchte man das ja, gerade in den älteren Versionen ist Angular bei großen Datenmengen ja nicht so schnell. Da haben wir einfach React eingebaut. Das heißt, einfach für eine bestimmte Komponente, die viele Daten anzeigen muss, wird einfach React genutzt. So, das heißt, draußen Angular 1 und innen drin Framework X. Und ob das jetzt React diesen DOM-Knoten übernimmt und da alles kontrolliert oder Angular 2 oder Ember.js, ist halt die Frage so, können die das auf diesen DOM-Knoten machen einfach nur, aber rein von Angular könnt ihr eigentlich mit diesen Konzepten alles reinbringen, was ihr wollt. Genau. Jetzt geht's hier nicht weiter. Ist ausgemacht? Ich klicke mal eben drauf. Genau. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, ich bin sehr begeistert, wie einfach das funktioniert. Wenn man mal überlegt, was es da für riesige Wellen gab vorher mit alles ist anders, jetzt nutzen wir TypeScript und ich muss alles wegschmeißen, ist der Migrationspfad, der sich durch diesen, auch was ich euch am Anfang gezeigt habe, durch diesen Zyklus ergibt, ist eigentlich mega einfach. Also macht euch da keine große Angst. Es wird bestimmt einige Sachen geben, die irgendwo brechen. Aber wenn ihr viele Komponenten habt, die ihr jetzt sagt, okay, ich will es nicht wegschmeißen, ich möchte es nicht komplett neu schreiben, ich möchte es migrieren, ich möchte es Stück für Stück in die zweite Welt bringen, könnt ihr sehr einfach machen und würde ich empfehlen. Wie gesagt, Testprojekt habe ich dabei gegeben, könnt ihr mal einfach mal rumspielen, ist schon mit allen möglichen vorbereitet, könnt ihr vielleicht auch einfach mal eure Angular 1 Source da mal reinpacken und selbst mal gucken, wie schnell geht das, so ein Projekt zu migrieren. Also ich bin ziemlich begeistert. Gut, mit diesen Worten bedanke ich mich und würde jetzt in die offene Fragerunde gehen. Vielen Dank. Genau, ganz kurz noch. Deck findet ihr hier. Das ist das Repository auf GitHub zum Rumspielen. Ansonsten Kontaktdaten weiter, aber